So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Gax TV und heute im Sonntagsvideo gibt es mal wieder ein kleines Special, ja, ein Unboxing. Die RTX 3070, bereits angekündigt, und zwar von Manli, gibt es entsprechend im Laufe der kommenden Woche zu sehen. Also die ist jetzt auch gar nicht Thema des heutigen Videos, ja, sondern wir wollen das Ganze ganz dem Thema AMD widmen, ja. Ich habe einen Ryzen, ja, 3800 XT. Spaß beiseite, natürlich den 5800 XT. Der ist heute in der Post drin gewesen und ich bin sehr, sehr gespannt drauf, ja, jetzt nicht das Ganze auszupacken, aber mit euch zumindest das zusammen auszupacken und dann die Ergebnisse zusammenzutragen. Ja, ich habe mir extra für euch den alten 3800er geholt, damit ich das Ganze nicht nur mit meinem 3600 vergleichen kann, sondern dann entsprechend auch mit dem neuen Zen 3. Ja, dann haben wir den alten 6-Kerner, vielleicht schaffe ich es auch noch im Laufe des Monats, den 5600 noch mit in die Testreihe aufzunehmen. Aber ja, Stück für Stück, wir haben jetzt erstmal die zwei 8-Kerner, die wir dann gegeneinander überstellen können. Dadurch, dass der 3800 XT auch mit dem 4,7 GHz Turbotakt arbeitet, sprich genauso wie der 5800, dürfte das auch ein spannender Vergleich zu sein, inwieweit jetzt der IPC sich hier in diesem Generationssprung ohne Fertigungsprozess, ja, der geändert wurde, denn es sind immer noch 7 Nanometer von TSMC, aber alleine von dem Architektursprung hier die Leistung zustande kommt. Und ja, was hier sonst noch auf euch wartet, ich habe ein paar Pakete, die wir gleich zusammen auspacken werden. Ja, seid einfach gespannt, sehen uns nach dem Intro. So Leute, dann fangen wir auch direkt an. Ja. Ey, dass ich diesen Prozessor überhaupt bekommen habe. Ich habe schon wieder von euch unzählige Nachrichten bekommen, dass ihr sehr, sehr unzufrieden seid, dass die Verfügbarkeit von den CPUs, ja, genauso wie bei Nvidia, nicht gegeben ist. Den Shop, ja, ich will ihn gar nicht irgendwie großartig promoten, aber CSV, das war auch der, wo ich die 3070 bekommen habe. Ja, einfach ein etwas kleinerer Shop, daher sind die CPUs meistens noch nicht direkt ausverkauft, weil ihn vielleicht niemand kennt. So. Ist auch eine Tray-CPU, ja, also ganz ohne Boxkühler, ohne Bling-Bling. Dafür habe ich den 5800X hier an der Stelle für 429 Euro bekommen. Jetzt liegt der Preis knapp 100 Euro drüber, also ja, hat sich gelohnt, an dem Tag etwas früher aufzustehen. So, wir machen das Ding zusammen auf. Ja, Tray-CPU, typisch etwas unspektakulär. Ich bin jetzt hier auch sehr vorsichtig, denn diese CPU, erstens einen Ersatz zu finden, wird eher kompliziert. Und wir müssen natürlich damit arbeiten können im Laufe der nächsten Wochen. Also. Da haben wir ihn, 5800X. Ja, und ich packe ihn auch lieber direkt in die Verpackung zurück. Ich sehe schon die ersten Leute vom Stuhl fallen, ja. 5800X ist am Mann. Den 5900 und 5950X, Leute, nehmt es mir nicht übel, aber ja, wer meine Videos zum 3900 und 3950X gesehen hat, wird auch wissen, wie es hier aussieht, ja. Die CPUs haben 12 und 16 Kerne, sind entsprechend in Sachen Multithreaded-Leistung natürlich King, ja, keine Frage. Aber wie ich in meinem vorherigen Video bereits gesagt habe, es sind halt keine Gaming-CPUs. Ihr habt dadurch keinen signifikanten Vorteil. Und wir wollen natürlich herausfinden, inwieweit sich hier die Zen 3-Kerne übertakten lassen. Und das ist natürlich deutlich einfacher zu bändigen mit einem 8- oder 6-Kerner, als wenn wir jetzt hier so 12 oder 16 Kerne auf 5 GHz prügeln wollen. Ja? So, also den Chip haben wir. Wie bereits gesagt, der 3800 XT an der Stelle gerade sehr, sehr günstig im Angebot, muss man ehrlich sagen. Ich habe diesen Chip hier für knapp 300 Euro war er runtergesetzt und dann noch zusätzlich einen 60 Euro Cashback von MSI in Kombination mit meinem MSI B550 Board. Einfach krass. Das ist echt ein Hammer-Deal, vor allem bekommt ihr gerade mit dem 3800 XT Far Cry 6 gratis. Ja? Und das alles zusammen, ja, ist für diesen 8-Kerner auf jeden Fall ein guter Deal. Nur kommt jetzt der Punkt, ja, der 5600X hat
deutlich bessere Leistung. Ja, das wird leider so sein. Der hat mit seinen 6 Kernen auch im Multicore eine enorm gute Leistung. Und wenn man dort ein bisschen Hand anlegt, diese 65 Watt TDP, mit der das Ganze daherkommt, ein bisschen überstrapaziert und den Multicore anzieht, dann dürfte auch der 6-Kerner hier den alten Ryzen, ja, mit 8 Kernen schlagen. Nichtsdestotrotz, Preis-Leistung für das Ding hier mit Cashback und im Angebot definitiv top, vor allem wenn ihr auf Far Cry 6 aus seid. Far Cry 6 gibt es natürlich auch zum 5800X dazu, der ist aber, ja, über 100 Euro teurer und bietet genauso 8 Kerne. Das heißt, wenn ihr hier schnäppchenjägermäßig unterwegs seid, tut ihr euch damit keinen Gefallen, aber langfristig ist natürlich Zen 3 the way to go, ne? Keine Frage. So, viele haben mich gefragt, okay, du bist so überzeugt von B450, wie sieht es jetzt aber aus, wenn du Zen 3 testen willst? Ja, was machst du? Da schaust du ziemlich leer durch die Röhre. Und da habe ich folgendes Board hier, das MSI X570 Tomahawk. Das Ganze ist in meinen Augen das beste Ryzen Board, das ihr euch derzeit holen könnt. Und ich rede hier nicht nur von X570, sondern auch B550. Denn für den X570 Chipsatz ist das Tomahawk sehr, sehr spät rausgekommen. Sprich, es hat davon profitiert, entsprechend mit Wi-Fi 6 und 2,5 Gigabit LAN ausgestattet zu sein, so wie die gesamten aktuellen B550 Boards. Wie bereits gesagt, wenn ihr das Ganze mit Cashback-Aktionen kombiniert, dann könnt ihr da wirklich einen sehr, sehr guten Deal mitmachen, denn dieses Board kostet um die 180 Euro und damit auch gar nicht so viel mehr oder ungefähr gleich viel wie ein B550-Äquivalent. Wobei ich hier einmal ganz klar vorwegnehmen möchte, dass dieses Board hier identisch vom hardware-seitigen Aufbau ist wie das X570 Unify, das ich bereits auf dem Kanal vorgestellt habe. Sprich, das war damals meine X570-Empfehlung im ATX, nur mit knapp unter 300 Euro. Ich glaube, es lag damals bei 280 und jetzt liegt es bestimmt immer noch bei 250 Ocken. Ist das hier, ja, für knapp 100 Euro weniger, definitiv die bessere Entscheidung und das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis, vor allem mit der Tatsache, dass ihr hier ein WLAN-Modul mit Wi-Fi 6 bekommt. Ja, macht ihr auf jeden Fall nichts mit verkehrt und ihr habt ab Werk direkt Zen 3-Kompatibilität. Ja, damit werde ich die gesamten Testergebnisse zusammentragen. Und das war es natürlich noch nicht, ja. Ich habe noch eine Oculus Quest 2 zum Auspacken. Es ist inzwischen fast einen Monat her, dass die Oculus Quest 2 auf den Markt gekommen ist. Wer meinen Stream gesehen hat, weiß, ja, ich hatte damals die Quest 2 vorbestellt, nur habe ich diese Vorbestellung zurückgenommen, ja. Denn ich war ein bisschen skeptisch. Okay, meine HP Reverb G2 hätte eigentlich nämlich letzten Monat kommen sollen, nur jeder, der das Teil vorbestellt hat, weiß, der Termin, wann sie jetzt ausgeliefert wird, verschiebt sich Woche für Woche. Und ich habe Anfang letzter Woche eine Nachricht an Bestware geschickt, also dem offiziellen Vertreter von HP, die die Reverb G2 ausliefern werden, und habe erstmal diese Antwort abwarten wollen, wann ich denn jetzt endlich meine VR-Brille bekommen werde. So, die Antwort war, ja, Ende des Monats, ja, beziehungsweise Anfang Dezember sollen die ersten 10% oder sie haben sogar 13% gesagt, abgearbeitet werden an Vorbestellungen und danach, ja, wird es dann an HP liegen. Und das war mir dann doch für die Weihnachtszeiten ein bisschen zu schade, so lange auf die Brille zu warten, denn ich will endlich Half-Life Alyx zocken, Star Wars Squadrons, Arizona Sunshine und all die anderen nice Titel, auf die ich mich schon so lange freue. Natürlich hatte ich bereits mit der Oculus Quest in der ursprünglichen Variante fast ein Jahr lang sehr, sehr viel Spaß, nur habe ich eben auf die perfekte VR-Lösung gewartet. Und die Oculus Quest 2, egal wie verpönt sie derzeit ist, ist einfach das, worauf ich gewartet habe. Ich war im Stream hyped und auch beim Kauf. Nur hat es mir die Community, um ehrlich zu sein, ein bisschen madig geredet. Denn ja, ihr braucht einen Facebook-Account. Aber seid mal bitte ganz ehrlich. Wer hat nicht bereits einen Facebook-Account irgendwo ja, in der hintersten Schublade seines Profilarsenals komplett zugestaubt, vielleicht noch nicht mal irgendwelche Informationen drin hinterlegt? Denn ja, es ist mir bewusst, dass Facebook hier mit euren Daten handelt und ihr eure Seele verkauft. Aber im Grunde, ja, ihr benutzt WhatsApp, ihr benutzt Instagram. Ich für meinen Teil war mir dessen bewusst, als ich mir die ursprüngliche Oculus Quest gekauft habe, dass das Unternehmen bereits Facebook gehört hat. Und
Von daher, ja, werde ich meinen Oculus Quest Account jetzt mit Facebook verknüpfen, einfach weil ich mit der Quest 2 meine bereits gekauften Titel weiterhin nutzen möchte. Ja, das ist ganz klar, denn alleine die Tatsache, dass ihr diese Plattform habt, ja, an die ihr euch mit der ursprünglichen Quest gebunden habt, ja, ist für mich eigentlich Grund genug, wieso die Quest 2 weiterhin meine VR-Brille Nummer 1 sein wird. Die HP Reverb G2 ist fast doppelt so teuer, müsst ihr euch auch so vor Augen führen. Natürlich, die Vorbesteller haben knapp 100 Euro weniger gezahlt, aber die Quest 2, ich habe sie, nachdem ich von Bestware die Antwort bekommen habe, dass ich leider nicht in den ersten auserwählten 13% bin, ja, hier das Paket bekommen. Wir drehen das Ganze mal um, dass hier meine Adresse nicht zu sehen ist, und machen das Ganze auf. Ja. Einen Monat später, nach dem Release der Quest 2. Ach so, ja, natürlich, woher habe ich das Teil? Denn sie ist im Moment innerhalb von Deutschland nicht erhältlich. Ich habe sie über Frankreich bestellt, also Amazon FR. Und das Ding, ja, ich habe Anfang der Woche die Nachricht von Bestware bekommen und Mitte letzter Woche bestellt. Das Ganze ist gestern in den Versand gegangen und war bereits heute am Samstag vor der Haustür. Also sehr, sehr krass, wie schnell das Ganze ging. Und ich glaube, 340 Euro hat das Ganze jetzt gekostet. Und wenn ihr euch überlegt, ihr bekommt eine deutlich bessere Auflösung, eine kleinere, leichtere, ausgereiftere VR-Lösung. Ja, es fängt bereits hier schon beim Karton an. Ja, wer sich an den alten Karton der Quest 1 erinnert, das Ding war gigantisch. Kleiner, leichter, das ist der Weg für die VR-Brille der Zukunft. Und das ist in meinen Augen wirklich die Quest 2. Ja, ihr habt den neueren Snapdragon-Prozessor drin verbaut. Das Ganze kommt mit Wi-Fi 6 und daher bin ich mir zu 99% sicher, dass Oculus Link, also die Möglichkeit, das Ganze auch mit PC-VR-Spielen in Betrieb zu nehmen, bald kabellos möglich ist. Das ist das, was die Oculus Quest hier so attraktiv macht. Sie ist autark und lässt sich auch ohne PC zocken. Ja, wer einmal VR ohne Kabel, ohne Strippen gemacht hat, der wird nie wieder zurück wollen. Ganz ehrlich, das ist der Punkt. Und es gibt bereits die Möglichkeit, über Drittanbieter entsprechend PC-VR-Spiele zu streamen und auch ohne Kabel entsprechend zum Beispiel Half-Life Alyx mit SideQuest und Virtual Desktop. Und ich habe gerade von der Portabilität gesprochen. Ja. Dementsprechend habe ich hier auch einen Case für bestellt. Und es ist nicht das überteuerte Oculus Quest 2 Case, das, glaube ich, 50 oder 60 Euro kostet, sondern es ist das für die Oculus Go. Und das ist gerade im Abverkauf, denn die Oculus Go wird gar nicht mehr hergestellt. Ja, habe ich für unter 20 Euro gesnackt, also einen Hammer-Deal. Also da gibt es selbst von anderen Anbietern keine bessere Lösung. Und das Besondere ist halt, die ursprüngliche Quest, ja, die war sehr groß und auch das Case war sehr groß. Aber das, was die Quest 2 hier so portabel macht, ist die Tatsache, dass das Kopfband nicht so eine feste Haltevorrichtung. Dadurch schrumpft das Profil der Quest gewaltig und entsprechend passt das Ganze in das Oculus Go Case und das mit Controllern. Werden wir gleich in dem Video ausprobieren. Ja. Ist das erste Mal, dass ich hier die Brille auspacken werde und ich bin echt sehr, sehr aufgeregt, ja, was das Teil angeht. Ich habe so lange darauf gewartet, mir endlich wieder eine eigene VR-Brille zu holen. Und ja, die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, aber hier haben wir sie, die Oculus Quest 2. Anfang des Jahres habe ich meine eigentliche Quest verkauft, denn da kamen die ersten Meldungen zur HP Reverb G2. Und seitdem ich im Sommer das Teil vorbestellt habe, hat sich da ja nichts getan. Ja, hier zu den Controllern, die sind ein bisschen größer hier an der Stelle, ja, mit dieser Sichel und fühlen sich einfach von der Ergonomie ein bisschen griffiger an. Ja. In Weiß gefällt mir das Ganze auch deutlich besser. Man hat das Teil halt dauernd in den Händen. Ja. Wenn das Ding schwarz ist, dann sieht man dort Fingerabdrücke drauf und hier jetzt das Ganze in Weiß einfach deutlich schöner. Gefällt mir schon mal sehr gut. Ansonsten hat sich das so von der vom Grundaufbau hier zu den eigentlichen Quest-Controllern genauso wie bei der Rift nicht geändert. Finde ich gut, hat man sich dran gewöhnt. Und jetzt zur eigentlichen Brille. Wie bereits gesagt, das Teil ist deutlich kompakter und hier mit diesem Kopfgurt, ja, einfach ein bisschen flexibler und deutlich einfacher zu verstauen. Das ist so der Hauptpunkt. Ja, sieht auf jeden Fall vernünftig aus. Fühlt sich auch nicht irgendwie billig an oder so.
Das war nämlich etwas, worüber ich mir ein paar Gedanken gemacht habe. Okay, die eigentliche Quest hatte damals über 400 Euro gekostet und jetzt einen Preis von unter 350. Ja, da war ich erstmal ein bisschen skeptisch. So, also wir setzen das Ganze jetzt hier einmal auf. Und wow, also der Kopfgurt sitzt schon mal sehr gut, dafür, dass ich jetzt hier nichts eingestellt habe. Und ja, ein ganz kleines bisschen Licht von unten unter der Nase kommt durch, aber ansonsten schließt das Ganze sehr bündig hier in der Stirnpartition und an den Seiten ab. Also deutlich angenehmer, auch von der Gewichtsverteilung, als die erste Quest, definitiv. Also ich habe gar keinen Druck auf der Nase, das muss ich auch sagen. Es kommt zwar ein bisschen Licht durch, aber ich habe keinerlei Druck auf der Nase und das Kopfband, ja, da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, dass das Ganze irgendwie vielleicht auch hier abdrucken könnte. Aber das sitzt sehr, sehr angenehm. So, wo haben wir denn den Startknopf? Also, die Quest startet jetzt gerade ein Update, selbstständig. Ich habe mich gerade mit dem WLAN verbunden. Und so. Also, alleine das Display so vom ersten Eindruck sehr gut. Also, ich bin schwer angetan. Ganz ehrlich, hätte ich nicht gedacht, dass sich das Ganze so gut auf dem Kopf anfühlt. Jetzt für den ersten Eindruck. Okay, ist ein bisschen stirnlastig. So, und dann schauen wir uns einmal das Oculus Go Case an. Ja? Denn da sind bestimmt einige von euch gerade etwas verdutzt gewesen, dass das möglich ist. Aber wie bereits gesagt, durch dieses sehr, sehr kleine, kompakte Kopfband lässt sich das Ganze hier in dem alten Go Case verstauen. Also wenn ihr so eins bekommen wollt, ja, dann müsst ihr euch ein bisschen beeilen, denn wie bereits gesagt, die sind gerade im Abverkauf. Es steht zwar auf der Verpackung Oculus Go drauf, ja, aber auf dem eigentlichen Case, ja, auf dem eigentlichen Case selbst habt ihr lediglich das Oculus-Logo, sprich es wird noch nicht mal irgendwie auffallen, dass das eigentlich gar nicht für dieses Headset gedacht war. Ihr habt hier so eine kleine Schlaufe, dass ihr das Ganze leicht transportieren könnt, und der Formfaktor, ja, das war der Punkt, der für mich relevant war. Wenn ihr irgendwie in den Urlaub fahrt oder Freunde besucht, dann ist es natürlich deutlich einfacher, das Ganze hier in so eine kleine Tragetasche zu verstauen, als jetzt dieses mindestens doppelt so große Case der Oculus Quest selbst. So, und das Ganze ist wirklich sehr stabil und kostet einfach die Hälfte, ja, muss man ganz klar sagen. So, wir machen das Ganze jetzt hier einmal auf. So, und das ist das Innenleben. Ja, sehr, sehr unspektakulär. Wir haben hier sogar eine Bedienungsanleitung, alles klar, für ein Case. Wir schauen uns mal an, wie das Headset jetzt hier in das Case reinpasst. Ja, so sieht das Ganze aus, wenn wir es zusammenklappen. Also wirklich sehr portabel. Und ja, wir müssen hier noch nicht mal irgendwas ändern, Leute. Das passt hier ohne weiteres rein von der Größe. Also der Hammer. Ich weiß nicht, wieso Oculus nicht einfach dieses Case, ja, für die Quest 2 so kompakt gelassen hat. Denn der Witz ist, ja, das Kopfband hat hier solche zwei Schlaufen. Das heißt, wenn ihr hier eure Controller reinsteckt, ja, so, dann passen die hier selbst noch mit in das Case rein. Ja, und das ist jetzt der Punkt. Kann ich das Case schließen, während die VR-Brille und die Controller drin sind? Das ist Anforderung Nummer 1 für eine portable VR-Brille. Ja, die Oculus Quest 2 in so einem kleinen Formfaktor für einen echt günstigen Preis. Also mein Geheimtipp an euch, das Oculus Go Case für die Quest 2. Und damit war es das auch zu dem heutigen Video. Wie bereits gesagt, ein kleines Unboxing und was auf euch zukommt die Tage. Ich hoffe, ihr freut euch auf die Testreihe zu Zen 3 und der RTX 3070. Da werde ich auf jeden Fall ja, einiges mit zu tun haben. Von daher mache ich mich auch direkt ran ans Werk und wir sehen uns dann das nächste Mal zu einer weiteren Runde GaxTV. Bis dahin, Gaming Fitness, let's you see on GaxTV. I'll be waiting here, you see. I don't know if everything will be alright. Sometimes you gotta let go, 'cause I gotta let you.